Und somit herzlich willkommen zum Tram-Simulator in einer neuen Folge. Heute nochmal mit dem E2. Ja, in einer finalen Version, denn lang ist es ja nicht mehr hin, bis ihr den E2 selber in den Händen halten könnt und selber fahren könnt. Wir sind hier gerade am Stefan-Fadiger-Platz losgefahren und begeben uns nochmal durch die Reise, auf die Reise durch Wien mit dem alten Prachtstück hier. Wir haben uns natürlich eure letzten Kritiken nochmal extrem zu Herzen genommen und haben hier am Dashboard nochmal gearbeitet. Das Ganze wirkte ja etwas 2D-artig. Da wurde nochmal extrem viel reingesteckt, um dass das nicht mehr der Fall ist. Ich denke, man sieht es hier auch direkt auf den ersten Blick, wenn man es mit dem letzten Video vergleicht. Da ist einiges passiert. Sonst sind auch noch viele Bugs behoben worden rund um das Fahrzeug. Wir gucken mal, dass wir langsamer werden. Finale Sounds wurden eingespielt und. Somit ist es wirklich morgen soweit. Im frühen Nachmittag werdet ihr das Fahrzeug erhalten und könnt dann den E2 selber auch fahren. So, machen wir mal die Tür hinten auf. Gucken, dass der gute Herr, wenn er denn mit will, auch einsteigt. Das macht er auch perfekt. Und dann kann auch die Tür direkt zu. Und ich würde sagen, wir können dann auch gleich weiter in die Innenstadt hier nach Wien zwischen die Häuserschluchten hinein. Einmal einen kleinen Blick nach drüben, da ist aber auch alles frei. Das heißt, wir haben freie Fahrt. Ja, nachdem der E2 dann sehr, sehr bald auf euren System aufschlägt, geht es auch direkt weiter mit dem Trim-Simulator. In der kommenden Woche, kann ich schon mal ankündigen, werden wir ein neues Dev-Diary aufnehmen, wo wir einige interessante Informationen für euch haben wird, wie es denn mit Tramsim weitergeht, die Reise, und wo wir einige spektakuläre Neuerungen auch ankündigen können. So, aber dann würde ich auch sagen, gucken wir mal, dass wir hier auch wieder zum Stehen kommen und nicht zu spät stehen bleiben. Da tue ich mich mit dem E2 noch ein bisschen schwer, den genauen Haltepunkt abzuschätzen. Und machen dann mal die Türen auf von hinten. So, dass die ganzen Herren auch wieder ein- und aussteigen können. Ja, haben wir, glaube ich, alle drin. Vorne die Tür kannst du. Hinten die Tür auch. Und dann können wir auch direkt weiterfahren. Da kommt noch ein Auto. Aber das ist auch schon über der Kollege biegt ab. Das heißt, freie Fahrt für uns. Weiter runter durch die, ja, durch den Ortsteil hier von Wien in das untere, in den unterirdischen Bereich, dort uns auch mal den E2 genauer ansehen. Da werden wir ganz schön schnell gerade. Boah, das ja langsamer schon werden. Das ist bei dem E2 hier auch immer noch ein bisschen kompliziert. Ich selber habe nicht immer den Tacho, der da drüben ja ist, im Blick, sodass es mir doch häufiger vorkommt, dass ich ein bisschen zu flott unterwegs bin und dann auch mal von der Haltestelle wirklich, wirklich in die Eisen gehen muss. Was aber auch mit dem E2 wirklich Spaß macht, weil der fährt sich einfach sehr viel manueller, dynamischer, wie auch immer man es sagen will. Man hat einfach wirklich mehr zu tun. So, da sind auch alle ausgestiegen. Ah, ne, da ist noch eine letzte Dame, die einsteigt. Vorne können wir auch die Tür zumachen, bevor es denn ganz schnell auch hier wieder rot wird. Würde ich sagen. Schnell los. Oh, das schaffen wir noch. Gerade rechtzeitig. Denn wer kennt es nicht im Tram-Simulator? Die Ampeln. Gerade die Gäste einsteigen lassen. Schon schalten sie wieder um auf rot. Sodass man es kaum schafft, wegzukommen vom Fleck, ohne an der Ampelphase zu warten. Aber das ist was, womit auch die echten Tram-Fahrer wohl sehr zu kämpfen haben. Und oft einfach nur hoffen können. So. Ihr seht es ja auch wieder. Wie immer im Tram-Simulator ein reines Anfahren und Stehenbleiben. Machen wir auch wieder die Türen auf. Hier sind wir ein bisschen sehr früh stehen geblieben. Aber da steigen auch die nötigen Leute ein. Das heißt, wieder die Türen zu. Vorne die Tür manuell zumachen. Und da ist noch eine Tür. Hängt noch. Müssten wir es aber haben. Gucken wir einmal hinten nach. Welche Tür hängt denn da? Einmal. Da ist wohl noch jemand in der Lichtschranke. Das sieht doch jetzt schon besser aus.
Und weiter geht's in den Untergrund. Wobei, ich habe es eben noch gesagt, die Signale. Hier haben wir wieder ein rotes Signal. Warten einen Moment. Und dann geht's runter da vorne. Ab in den Untergrund. Ja, kaum gesagt. Schon geht's los. Einmal Gas geben. Wir können uns jetzt mal den Dashboard hier auch nochmal angucken, wo man wirklich auch alles bedienen kann. Vom ja, Scheinwischer bis hin zum Scheinwerfer. Ist alles dabei. Hier vorne die Türsteuerung, der Nothaus und. So, da gucken wir mal auch wieder, dass wir bei den 40, 50 Sachen so bleiben. Gerade wenn es hier bergab geht, müssen wir doch ein bisschen auf die Bremse schon gehen. Sonst wären wir doch sehr, sehr schnell. Das ist ein bisschen anders als beim Flexity. Der fühlt sich einfach sehr viel kontrollierter an, sehr viel dynamischer an. Aber hier unten auch wieder der Sound. Wirklich spektakulär für mich. So, da vorne haben wir den Haltepunkt. Bleiben wir stehen und lassen die Leute wieder einsteigen. Ich selbst bin mit dem E2 auch das war super knapp. Mit dem E2 auch schon in Wien gefahren. Wo ich auf der Game City war und auch den einen oder anderen, der hat es ja in den Kommentaren auch schon geschrieben, von euch getroffen habe. Es ist wirklich unglaublich, dass das Ding hier immer noch fährt. Aber es ist ja wirklich das Stadtbild von Wien prägende Fahrzeug letztendlich. Was man überall sieht. Ununterbrochen auf allen Strecken. So, da. Machen wir mal. So, die Tür ist still. Da haben wir wohl doch noch ein kleines Problem mit der Lichtschranke. Machen wir nochmal zu. Und dann müsste es auch gehen. So. Da ist die Tür frei. Wir haben hier oben auch dann die Türkontrolle, wo wir wirklich sehen können, ob die Türen offen und zu sind oder ob was in der Lichtschranke hängt oder auch nicht. So, da geht es weiter um die Kurve und hier unten ist der Sound auch wirklich extrem spektakulär von der E2. Nochmal viel, viel lauter und bulliger als vom Flexity, so dass es wirklich Atmosphäre und Stimmung bringt, wie sie im Tram-Simulator bisher noch nicht da war. Und ich würde sagen, wir fahren gleich noch ein, zwei Haltestellen weiter und dann war es das auch schon für heute. Ich wollte euch wirklich nur noch mal einen ganz kleinen Eindruck geben, bevor der E2 wirklich auf eurer Platte landet, was erhaltet ihr, auch einmal zu zeigen, wie bedient ihr den E2 wirklich, um da vor und zurückzukommen und durch Wien fahren zu können. So, dann machen wir mal die Türen wieder auf. Auch nochmal von draußen gucken, wie die ganzen Leute ein- und aussteigen. Das ist nicht ganz anders. Hinten sehen wir auch schon, wir sind so langsam unterwegs. Erwartet oder kommt auch schon der nächste Zug, so dass wir gar nicht, da kommt noch jemand rein, gar nicht viel Zeit verlieren können, bevor es hier direkt weitergeht. So, Türen sind zu. Einmal nochmal. Vorne die Tür zumachen. Hinten die Tür geht jetzt auch gleich zu. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch die letzte Haltestelle, bevor ich euch morgen letztendlich viel Spaß mit dem E2 wünsche. Euch auch nochmal auf jeden Fall sage, bleibt gespannt. Nächste Woche gibt es Neuerungen zum Tram-Simulator, die für sicherlich jeden interessant werden wollen. Und da wird es mit dem Daniel dann auch wieder ein Death Diary geben, wo wir ein bisschen gucken, wo geht die Reise hin, wo stehen wir gerade, was sind die nächsten Schritte für den Tram-Simulator und was kommt alles eigentlich so in der unmittelbaren Zukunft auf euch zu. Wir haben da einiges vorbereitet und können euch da schon die ein oder andere echt faszinierende Sache zeigen. Und da sage ich einfach, die Oberfläche kommen. Der Flexity ist ja hinter uns auch schon wieder, muss ich gar nicht lange warten. Aber ja, zurück dazu. Wir haben wirklich einiges vorbereitet für euch, wie es mit dem Tram weitergeht. Da haben wir auch schon einige Einblicke für nächste Woche, die euch sicherlich alle doch zum Staunen bringen werdet. Ich glaube, damit hat nicht jeder gerechnet, den Sachen, die wir jetzt noch bringen werden.
Und wir werfen jetzt hier noch einen kleinen Blick von außen auf den E2. Und ich verabschiede mich schon mal bei euch und wünsche euch viel, viel Spaß, selber ab morgen dann Hand anzulegen und den E2 durch Wien zu jagen. Bis demnächst. Ciao, ciao.